unerträgliche Zustände. Insbesondere sind wohl einige Kinder hier. Deshalb vorab, nach meiner Rede wird hier jemand beauftragt, meine größere Ladung Eis allerdings, Entschuldigung, nur für die Kinder zu organisieren. Ja, ich mache mir richtig Freunde heute. Deswegen, das, was sozusagen an Kindern da ist, bitte einmal kurz nach vorne kommen, damit wir die Menge abschätzen können. Und auch geben wir einen kleinen Bonus, damit es am Ende auch reicht. Und vielleicht kriegt ja dann der ein oder andere Erwachsene auch noch was ab. Aber jetzt zum Grußwort. Ich bin hocherfreut, einen solchen Parteitag hier in Essen für den Nordrhein-Westfälischen Landesverband begrüßen zu dürfen. Und ich bin stolz, dass wir bis hierhin doch auch einen einigermaßen geordneten Ablauf gehabt haben. Und ich wünsche mir, dass das auch in dieser Form so weiterläuft. Ein besonderer Gruß, weil wir hier im Herzen des Ruhrgebiets sind, geht natürlich an Herrn Gauland, der ja die Partei der kleinen Leute beschworen hat. Also näher kommen Sie nicht mehr ran, Herr Gauland. Meine Damen und Herren, der Streit der vergangenen Monate hat die ganze Partei gelähmt. Er hat sie inhaltlich gelähmt. Wir haben auf Bundesebene sicherlich nicht die richtigen Antworten zum Thema Euro gefunden, aber wir haben auch in den Landesverbänden nicht die richtigen Antworten für die Landesthemen gefunden. Und das Ganze ging natürlich hinunter bis in die Kreisverbände, wo es die Partei tatsächlich gespalten, zerrissen hat. Und viele Unentschlossene sicherlich auch recht ratlos zurückgelassen hat. Das alles wollen wir heute hinter uns lassen. Das wollen wir hinter uns lassen, weil vor uns eine Bundestagswahl liegt in 2017 und soweit ist es bis dahin nicht. Und auf dem Weg dahin liegen noch einige Landtagswahlen vor uns. Landtagswahlen, die wir alle erfolgreich bestreiten wollen. Sachsen-Anhalt zum Beispiel, Rheinland-Pfalz, Saarland und so weiter. Und es wird Zeit, ja, in Baden-Württemberg ganz besonderes Signal, hoffentlich können wir da dann endgültig die FDP beerdigen. Das können wir aber nur, wenn wir heute ein deutliches Signal nach außen senden. Ein Signal der Einheit, das ja auch im Vorfeld durchaus von unterschiedlichen Seiten gefordert worden ist und von dem gesagt worden ist, dass es am Ende auch akzeptiert werden würde. Und das macht mich hoffnungsfroh für eben diese Wahlkämpfe, die wir dann zu bestreiten haben und die wir mit Inhalt zu füllen haben. Meine Damen und Herren, die AfD ist ein Generationenprojekt. Ein Generationenprojekt, und das heißt, dass wir eben nicht in 2017 schon angekommen sein werden. Dass wir in 2017 unsere Bestimmung noch nicht gefunden haben werden und dass wir das, was wir vorhaben, bei Weitem noch nicht umsetzen können im Jahre 2017 oder der Legislaturperiode, die danach liegt. Sondern vor uns liegt ein langer, beschwerlicher Weg. Und dieser Weg umfasst viele Themen. Wir haben die Diskussion gehabt, sind wir die Europartei oder sind wir die Pegida-Partei? Wir sind beides und noch viel mehr. Wir sind beides und noch viel mehr, weil wir den Anspruch erheben, eine mindestens kleine Volkspartei zu sein. Ich füge hinzu, hoffentlich auch bald eine mittelgroße Volkspartei. Und das bedeutet, dass wir vor keinem Thema davonlaufen können. Die AfD ist noch nicht so weit, dass sie Agenda-Setting in der politischen Landschaft betreiben könnte. Sondern wir müssen die Themen, die es gibt, bedienen. Und wir haben angefangen, zu Recht angefangen, mit dem Thema Euro. Wir haben dieses Thema bis 2013 im Bundestagswahlkampf auch in einer Art und Weise in die Öffentlichkeit getragen, wie wir das davor nicht gekannt haben. Wir haben Tabus gebrochen und wir sind dafür diffamiert worden. Aber das heißt nicht, dass wir an dieser Stelle und bei diesem Thema aufhören dürfen. Und selbstverständlich müssen wir uns mit dem Thema der Zuwanderung, des Asylrechts befassen, wenn dieses Thema in der gesellschaftlichen Debatte stattfindet, wie es derzeit in Deutschland der Fall ist.
nicht, dass wir uns auf dieses Thema fokussieren und dass wir nur noch dieses Thema kennen. Denn dieses Thema wird eines Tages auch gelöst werden und damit hat die AfD ihr Ziel keinesfalls erreicht. Sie hat noch wesentlich andere, noch viel mehr Themen vor sich. Wir müssen das Thema Euro doch viel breiter anfassen. Wir müssen nicht nur über den Grexit reden, wir müssen über den Brexit reden, denn wir machen deutsche Politik. Wir müssen über das Geldsystem reden und wir müssen auch in der Wirtschaftspolitik über den Sinn und den Unsinn von Exportüberschüssen diskutieren in der Größenordnung von 7,5%, wie sie Deutschland derzeit in diesem Euro hat. Wir müssen über die Neuverhandlung von EU-Verträgen reden. Wir müssen über eine Rückführung auf das Niveau der Europäischen Gemeinschaft reden, auf einen echten Binnenmarkt. Wir müssen über Schengen reden und insbesondere den Raum, in dem es stattfinden soll und ob der Rumänien und Bulgarien umfasst. Und all das kann man sehr wohl sachlich und ohne allzu viel Polemik tun. Das kann man insbesondere tun, ohne sich als rechtsradikal außerhalb oder innerhalb der Partei brandmarken lassen zu müssen. Selbstverständlich müssen wir auch über Freihandel reden, über echten Freihandel. Und dann müssen wir darüber reden, dass wir den Freihandel durchaus mit unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Einen Freihandel, bei dem wir Kröten schlucken wollen, rechtsstaatlicher und demokratischer Art, 0,5 Prozentpunkte BIP-Wachstum, wenn wir mit den USA bei TTIP ins Bett steigen. Oder 1%, was wir einbüßen, weil wir meinen, Russland mit Sanktionen überziehen zu müssen. Denn das beides sind zwei Seiten einer Medaille. Meine Damen und Herren, wir müssen auch über Gesellschaftspolitik reden, wir müssen über Familienpolitik reden, wir müssen über Perspektiven für junge Menschen, für junge Familien reden. Und zwar für die klassische Familie. Und dabei geht es nicht darum, reaktionär zu sein. Es geht keineswegs darum, Rache zu nehmen für 40, 50 Jahre rot-grüne Politik und jetzt Bevormundung in der anderen Art zu betreiben. Nein, darum geht es nicht. Es geht um die Befreiung von staatlicher Bevormundung, der Bevormundung von jungen Eltern und Familien, die versuchen, in diesem Land eine Familie zu gründen und damit den Fortbestand dieses Staates zu sichern in dieser Gesellschaft. Wenn ich neulich in der Zeitung lese, dass noch 20% der Deutschen bereit wären, diese Gesellschaft im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Was heißt das? Heißt das, dass Deutschland ein so schrecklicher Ort ist, dass er nicht mehr dass es nicht mehr notwendig wäre, diese Gesellschaft zu verteidigen? Was bedeutet es, wenn auf den Fidschi-Inseln oder in Burkina Faso die Menschen eher bereit sind, ihren Staat und ihre Gesellschaft zu verteidigen?
sich für sie einzusetzen als wir in Deutschland. Nun, das heißt ganz schlicht nicht etwa, dass es objektiv hier ganz furchtbar wäre. Es heißt lediglich, dass wir den Sinn, die Werte, die klassischen Werte, die es in diesem Land einmal gegeben hat, schon vor langer Zeit aufgegeben, vergessen und letztlich auch gar nicht mehr auf der Suche sind nach diesen Werten. Und das müssen wir überwinden, damit dieser Staat letztlich wieder lebensfähig wird. Meine Damen und Herren, all diese Themen haben eins gemeinsam. Es geht um Systemkritik. Ich benutze dieses böse Wort ganz bewusst. Und Systemkritik meint keineswegs, wie es mir mancher schon vorgeworfen hat, dass es gelte, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Das ist idiotisch, um es klar zu sagen. Im Gegenteil, meine Damen und Herren, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung überhaupt erst wieder zur Durchsetzung zu verhelfen, zu ihrem Wesenskern zurückzukehren, das ist unter anderem Aufgabe der Bürgerrechtspartei AfD. Wenn in Deutschland eben nicht mehr die Bundesregierung, sondern in weiten Teilen die NSA Herr im Hause ist, dann haben wir ein Problem mit der Beachtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dann liegt das am System. Und es das, meine Damen und Herren, bedeutet, dass wir uns letztlich gegen das Establishment in diesem Lande wehren. Ja, meine Damen und Herren, viele von uns kommen aus diesem Establishment. Sehr viele aus dieser Partei kommen aus dem Establishment. Aber wir haben doch festgestellt, dass es eben in diesem Land aus vielerlei Gründen nicht funktioniert, weil es so läuft, wie es läuft. Und deswegen gilt es auch, aus diesem Establishment herauszutreten und manchen harten Angriff persönlicher Art auszuhalten. Denn das ist schließlich das, was es uns überhaupt erst ermöglicht, hier in diesem Lande tatsächlich etwas zu verändern. Wir werden es persönlich aushalten müssen, meine Damen und Herren. Wir alle, Sie alle, die Sie heute hier sind und all die anderen Parteimitglieder, die wir haben. Meine Damen und Herren, ich wünsche uns allen einen schönen Parteitag. Einen Parteitag, der ein klares Signal sendet und der Öffentlichkeit klar macht, dass wir weit davon entfernt sind, tot zu sein. Die AfD fängt gerade erst an. Sie hat möglicherweise ihre großen Sternstunden noch vor sich. Das jedenfalls ist meine feste Überzeugung und dafür sollten wir heute alle gemeinsam.